Wie sage ich immer so schön, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung. Das Gleiche könnte man auch über Urlaub an der Ostsee sagen. Zu jeder Jahreszeit, ob nur im Winter, Frühling oder Herbst, hat die Ostsee etwas Spezielles. In diesem Video zeige ich euch die verschiedenen Jahreszeiten. Zum Ende gibt es auch noch einen Tipp für Leute, die gerne Natur mögen. Bleibt dran und seid gespannt. Wir starten unsere Entdeckungstour im Sommer an der schönen Seeschlösschenbrücke. Auf der Brücke befindet sich auch ein Restaurant. Wir wandern weiter Richtung Hafen. Am Ende des Strandabschnitts befindet sich übrigens der Hundestrand. Du suchst ein wenig Schatten und Einsamkeit, dann solltest du in die Straße an der 8 diesen kleinen Park besuchen. Hier gibt es auch einen kleinen Parkplatz und eine Toilette. Über die Strandstraße erreichen wir den Hafen. Der Hafen selber teilt Timmendorf und Niendorf. In diesen kleinen Hütten kannst du zur gegebenen Zeit frischen Fisch kaufen. Moin, alles klar bei dir da drüben? Ja, und bei dir? Wir lassen den Hafen hinter uns und gehen weiter an dem Strand von Niendorf, der zum Anfang noch ein wenig kieselig ist. Du möchtest nicht direkt am Strand laufen, dann kannst du auch diese tolle Strandpromenade benutzen. Mit toller Aussicht. Du benötigst eine Stärkung? Vielleicht wird auch dieses dein Lieblingsplatz. Man kann gemütlich draußen und drinnen sitzen und hat einen fantastischen Ausblick auf das Meer. In so einem Strandkorb kann man wunderbar den Tag genießen, dem Treiben zusehen und natürlich schön die Vögel beobachten. Nun wird es Zeit, die Seebrücke Niendorf zu erkunden.
Herbst und Winter erlebst du die Ostsee komplett anders. An dem einsamen Strand kannst du dich mal richtig durchpusten lassen vom Wind und anschließend ein schönes Heißgetränk genießen. Im Hintergrund Niendorf. Mit ein wenig Glück kannst du auch einen Regenbogen sehen. Wir wandern weiter Richtung Travemünde und merken, je weiter wir kommen, desto einsamer wird auch noch der Strand. Am Strand selber kannst du vieles entdecken, neben Muscheln und Krebsen auch diese urigen, verwitterten Baumstämme. Das raue Wetter hat seine Spuren an der Steilküste hinterlassen. Oben auf dem Steilküstenweg kann man sich mal richtig den Wind um die Nase blasen lassen. Hier noch ein kleiner Tipp: Wenn du auf diesem Weg ca. 5 km weiter wanderst, kommst du in schöne Travemünde. Im Winter taucht Timmendorfer Strand in ein besonderes Lichtermeer ein. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich doch manche Sachen bei Tag und bei Nacht aussehen können. Einfach schön. Na, erkennst du diesen Herrn mit Hut? In der Weihnachtszeit ist Timmendorf auch mit einem schönen Lichtermeer überflutet. Auch der Hafen hat im Winter seinen besonderen Reiz. Eine leichte Eisschicht hat sich auf dem Wasser gebildet. Und hier noch ein Tipp zum Abschluss: Wenn du Natur magst, solltest du den Hemmelsdorfer See besuchen. Hier kannst du dich in dem Biergarten stärken oder die Natur auf dem schönen Steg genießen. Und was ist eure Lieblingsjahreszeit? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen nach oben, meinem Kanal folgen und bis zum nächsten Mal.